Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Vor 20 Jahren ging ein altes schwäbisches Haus in Wemind in den Besitz der örtlichen ungarndeutschen Selbstverwaltung über. Das Gebäude dient nun als Heimatsmuseum mit mehreren Räumen, in denen alte Werkzeuge und Einrichtungsgegenstände ausgestellt sind. Auch andere Nationalitäten, die im Dorf leben, haben einen Raum in der Ausstellung erhalten. Wer sich für die ungarndeutschen Kultur interessiert, der sollte Wemind besuchen. Das alte schwäbische Haus, das seit 20 Jahren der örtlichen ungarndeutschen Selbstverwaltung gehört, beherbergt heute eine Ausstellung mit mehreren Räumen. Gleich gegenüber dem Langen Landhaus steht ein anderes ungarndeutsches Haus, ebenfalls aus der gleichen Zeit, aber etwas moderner gebaut. Das ist das sogenannte Langhaus. Bei Wemind waren zwei Stile, die Langhäuser waren und die Querhäuser. Und das ist ein Langhaus. Und wenn wir im Hof eine Aufnahme machen, dann werden wir sehen, warum das ein Langhaus ist. Auch der Name ist schon bedeutet das, was da drinnen wir sehen können. Das Haus hat Franz Elter und Anna Huck, sie haben das gebaut. Das sind meine Urgroßeltern. Deswegen ist es auch sehr an meinem Herzen gewachsen. Und wenn wir das angucken, hier die Fassade, dann kann man oben die feuerspuckende Drachen sehen und danach zwei Löwen. Die meisten Häuser hier in Wemind, das waren keine zwei Löwen wie bei uns, sondern zwei Engel. Aber mein Urgroßvater hat sich so entschieden, dass es ihm so besser gefiel. Aber er hat auch nicht die Engel vergessen. Und neben den Fenstern kann man schön die vier Engel auch sehen. Alle Häuser sahen so aus hier in der Deutschgasse, diese Gasse hieß Deutschgasse. Und alle Häuser, wenn man sich umschaut, alle Häuser waren damals so. Und dann später sind dann diese Querhäuser gebaut worden. Die sind dann ein bisschen später gebaut worden als diese Häuser. Mhm. Und da ist auch noch charakteristisch, sehr wichtig, die Gangstür. Da vorne, da konnte man auch rein und raus, also wenn man da reinging, da konnte man ganz bis zum Ende des Hauses gehen, mit trockenem Fuß. Und da außen waren Treppen und dann, da haben sich die alten Frauen hierher gesetzt am Sonntagnachmittag oder auf eine Bank. Und die Mädels, die spazierten auf der Straße und haben am Sonntagnachmittag waren sie schön angezogen und dann haben sie schön gesungen und dann haben sie die immer angeschaut. Mhm. Das war auch interessant. Das Haus beherbergte mehrere Generationen und war aus diesem Grund natürlich größer. Also wenn man sich umschaut, dann sieht man das wirklich, dass es ein Langhaus ist. Und da sind sehr viele Räume. Hier lebten mehrere Generationen, also Urgroßmutter, Urgroßvater, Großvater, Großmutter, die Eltern und die Kinder. Also hier wohnten viele Leute, aber im Winter, da waren sie die jungen Leute in einem Zimmer, dass sie nicht viel heizen müssen und dort, wo sie kochten. Und die Alten, die hatten dann hinter noch ein Zimmer und eine Küche. Und also heutzutage will ja jeder ein eigenes Haus und eine eigene Wohnung. Aber damals dann haben unsere Großeltern auf uns aufgepasst und das war sehr gut für unsere Eltern. Dann konnten sie arbeiten gehen und das war früher so charakteristisch, das war so. Die Ausstellung beginnt in der schönen Stube, wo Trachten und originale Einrichtungsgegenstände zu sehen sind. Das Heimatsmuseum verfügt auch über einen Puppenkatalog, in dem Sie Trachten für verschiedene Anlässe in Miniaturform sehen können. Also wir sagen hier eben in der Stube. Hier hat man nie geschlafen. Dieses Zimmer hatte drei Funktionen. Einmal wurden hier die Toten aufgebahrt. Und in diesen Betten waren dann die Federdecke und die Federkissen für die Kinder. Wenn sie heirateten, dann haben sie die von den Eltern bekommen und hier haben sie die aufbewahrt. Und ihre schöne Kleidung hatten sie auch hier in den Schränken. Und am Sonntag, dann sind sie hergekommen, haben ihre alte Sachen ausgezogen, sich angezogen und in die Kirche gegangen und dann zurückgekommen, alles wieder zurück in die Schränke. Und dann wieder sich angezogen in Werktagskleidung. Also das war sehr wichtig damals. Also, aber hier hat man nie geschlafen.
Also was ich jetzt euch sagen möchte, dieses Zimmer war ein weiß geweißelt. Und aber sonst waren die immer bunt. Die waren die schönsten Zimmer im Haus, die erste Zimmer. Und hier in Wement war noch ein Zimmer, das original war. Das haben wir angeschaut und dann haben wir den Kranz oben, was man dort oben sehen kann. Dieses Muster haben wir gezeichnet und ausgeschnitten und auch oben an der Decke. Und dann so hat der Maler das gemacht. Und so ist es so original geworden wie früher. Und darauf sind wir sehr stolz, dass wir das dann auch so machen konnten. Die anderen Zimmer, die waren immer weiß. Aber das erste Zimmer, das war immer schön bunt damals. Und hier in diesem Zimmer haben wir jetzt, das haben wir jetzt so eingerichtet, wie an anderen Werktagen. Also man kann hier auch eine Wiege sehen. Und auch noch ein Ehepaar im Pfingsttracht. Also die Kleidung ist original. Und eine Lade, eine Kiste, man sagt Bettlode bei uns, weil die ein bisschen größere Kinder, die wurden, haben da geschlafen. Das wurde dann hochgeschlagen und dann, solange, dass sie nicht raussteigen konnten. Und wenn man reinkommt in so eine Viererstube, dann kann man es immer feststellen, dass vorne immer die heiligen Bilder sind. Und links und rechts über den Betten sind dann der Hausherr und die Hausfrau. Das war immer so früher also eingeräumt oder gemacht. Wir haben unsere Tracht haben wir in kleinen Puppen, also die kleinen Puppen wurden angezogen in unsere originale Tracht. Unsere alten Frauen, die jetzt schon gestorben sind, die haben sie in mit originalen Stoffen verkleidet. Also alles ist original an diesen Puppen. Und wir haben so eine Ausstellung und wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Alltagstracht, die Feiertagstracht und Werktagstracht alles dann so verewigen konnten. Und darauf sind wir sehr stolz und das haben wir, weil das ist ja dann auf ewig. Das ist jetzt fort und weg, aber wir haben es noch und man kann es hier anschauen. An den Wänden der Zimmer hängen mehrere Fotos von Dorftreffens. Wir mit der Treffen war mehrmals. Und dann, als wir uns trafen, dann wurde das auch mit Fotos, wurden sehr viele Fotos zusammengetragen. Und hier kann man die in fast in jedem Zimmer, also hier vorne und dann besser hinten auch diese Tabellen sehen. Das sind alle Fotos von Wemender und darauf sind wir auch stolz. In diesem Raum ist auch originale Kinderkleidung zu sehen. Eine Besonderheit ist ein Kleid für kleine Jungen, das unten ein Röckchen hat. Hier auf einem Boden haben sie die gefunden und darauf sind wir auch sehr stolz. Das war auch schon in Budapest bei einer Mandeltuch- oder Wickeltuch-Ausstellung war das auch schon. Und diese originale Sachen kann man bei uns sehen, auch Mandeltuch, wir sagen dazu in unserem Dialekt Mandeltuch. Da haben die Frauen ihre Kinder dann im Dorf rumgetragen. Und so konnten sie auch noch, waren ihre Hände frei und konnten auch noch etwas mittragen. Und diese sind sehr schön, diese kleinen Hemden, was wir haben und kleine Mützen. Und auch noch von einem Junge haben wir auch noch, einige Jungen waren auch bis zum dritten Lebensjahr, waren die auch im Kleid. Und da kann man auch den kleinen Schlitz sehen. Ja. Und die hatten ja kein Windel damals mehr an, als sie das trugen. Und da hatten sie noch eine Brustschürze, dann die Jungs. Und die Mädels, die hatten, waren auch einmal die charakteristische Mütze, bei Mädels vorne rot, hinten blau, bei Jungs umgekehrt. Und da ist dann das Mädchen extra von dem Rock, ist das, das ist nicht zusammengenäht, aber bei den Jungs ja. Und dann und selbstverständlich kein Unterhöschen, nichts. Aber die waren auch gleich bald ziemlich sauber, die Kinder. Also nicht so wie heute. Und da sind auch noch die bunten Socken bei Mädels, bei Jungs weiße.
Der nächste Raum ist die Küche, in der der Besucher eine alte Glasfliegenfalle, das Badezimmer des Hauses und andere Geräte sehen kann. Wir haben hier eine schwäbische Küche eingerichtet, eine echte, wie in der schwäbischen Küche eingerichtet. Und wenn man reinkommt ins Zimmer, also in die Küche, da kann man auch charakteristisch wieder gegenüber der Tür wieder die heiligen Bilder sehen, wie wir die da auch sehen. Und da ist auch ein kleiner Schrank, wo sie dann das Essbesteck und hat ihre Fleischwolf, also die Fleischmaschine und vieles hier eingeräumt haben. Und da war auch ein Ofen, wo sie gekocht haben. Und im Winter wurde dann das Schlafzimmertür aufgemacht und dann die Wärme ist schön von diesem Zimmer ins Schlafzimmer dann geströmt. Und so konnten sie dann zwei Räume heizen damit. Und wir haben hier alles, was man früher in einer Küche gehabt hatte, hier hergetan, dass die Kinder das auch sehen, dass hier ein Badezimmer ist, was nicht anders wie eine Lavur ist, mit einem Lavurhalter und Seife. Also hier ist die echte Seife, was wir noch hier gefunden haben. Und die Handtücher, die was nicht so geschmeidig waren, sondern echte, aus Hanf gewebte Handtücher haben wir da. Und Stellage, da haben wir auch die Tassen, wie es früher war. Also die Leute haben ja alles uns gegeben, was zu Hause in die alten Sachen, die haben wir kostenlos dann bekommen. Und wir freuen uns auch, dass wir dann das zeigen können, unseren Nachkommenden, wie es einst war. Weil das geht ja in Vergessenheit dann sonst. Und da ist auch noch ein Divan, wir sagen dazu Divan, zu diesem, wo man sich drauflegen kann. Und über den Divan dort ist eine Wurstpritze, also damit haben die Wärme gefüllt beim Schweineschlachten. Und noch viele interessante, also zum Beispiel die aus Holz geschnitzte Wäscheklammer, was sehr wichtig ist noch. Und dann haben sie auch die Säckeschnüre und die Hosenschnüre haben sie im Winter gewebt. Und da hatten sie so kleine Tafel, die kann man auch da sehen. Und noch Backkörbe, Sieb. Und da, was noch sehr die Kinder mögen, wir haben so kleine Kukuruz-Mais-Ausmachstühle. Da hat man sich draufgesetzt im Winter, der Opa oder die Kinder. Und da haben sie neben Ofen schön den Mais ausmachen können, sogar Kukuruz ausgemacht. Und das machen die Kinder sehr gerne, wenn wir jetzt hatten wir auch ein deutsches Lager da und dann haben sie um die Wette haben sie das ausgemacht mit diesen kleinen Stühlchen. Und das hat den Kindern sehr gefallen, also wirklich. Und das ist der Kringel. Und diesen Kringel haben sie auf den Kopf getan und darauf dann den großen Korb draufgestellt. Und sie konnten das schön so tragen. Und da machen wir auch Wettbewerbe mit den Kindern. Aber das klappt also ganz selten, dass die Kinder das so tragen können. Da fällt immer runter der Korb. Das ist ja interessant für die Kinder. Ja, wir hatten auch ein Projekt, wo wir von dem Hanf also ein Projekt gemacht haben. Und da haben uns die alten Leute noch alles gezeigt, wie es mit dem Hanf, also von Sehen bis zum Hanf weben. Die haben uns alles gezeigt, das haben wir noch gerettet. Und deswegen sind hier sehr viele Spinnräder und Wabe und alles, was wir dann dazu brauchten. Also das war auch sehr interessant für die Kinder und auch für uns Erwachsene. Das war immer mein Traum. Meine Oma hat so viel von den Hanfgarten und von Hanfbrücke geredet. Und dann, das habe ich dann alles schön zusammengestellt und dann den Kindern gezeigt und den Alten, wie es noch war. Und sie haben uns dann schön alles erzählt. Das war interessant. Neben den Ungarn-Deutschen leben natürlich auch andere Nationalitäten in Vemend. Zwei Zimmer im Heimatmuseum sind mit ihren alten Möbeln, Trachten und Werkzeugen eingerichtet. Früher waren dieses Zimmer war früher das Schlafzimmer und hier sind auch die Kinder auf die Welt gekommen. Da kam die Hebamme
und dann hier im Dorf, also sie sind nicht ins Krankenhaus geliefert worden, die Mütter, sondern hier sind die Kinder auf die Welt gekommen. Also das war ein Schlafzimmer und das nächste Zimmer, das war die Winterküche, dort kochten sie im Winter. Und hier in unserem Dorf, da hier leben nicht nur Schwaben und Zigeuner, sondern aus der Bukowina 1945 aus Rumänien kamen aus dem Dorf Hodigfalva Säckler und sie leben hier mit uns. Und auch 1947 kamen aus der Slowakei slowakische Ungar und die leben auch hier. Und dann haben wir das so gemacht, brüderlich, dass sie auch die Säckler und die slowakische Ungar auch ein Zimmer bekommen und hier alles zeigen können, was sie gehabt hatten, dass die Kinder das auch sehen können. In der anderen Hälfte des Hauses befindet sich auch eine Sommerküche. Von hier aus führt eine Treppe hinauf zum Dachboden. Das ist die Sommerküche, die Sommerkugel, haben wir so gesagt. Und hier haben sie im Sommer gekocht und Brot gebacken. Da konnte man kochen, auch auf diesem Backofen. Und im Winter haben sie das für eine Räucherkammer benutzt, also Rauchkammer war das bei uns. Und da ist noch ein Bodenaufgang und auch noch eine Speisekammer hier in diesem Raum. Neben der Sommerküche gibt es auch einen Keller und eine kleine Friseurecke. Da hinten lebten die alten Leute, also die alten Omas, Uromas und Großeltern. Die hatten ein Zimmer und eine Küche und eine Speisekammer, das können wir dann auch sehen. Und dann ist noch ein Keller, der war sehr, sehr steil einst. Aber schade, wir hatten hier einen Wasserschaden gehabt. Das Regenwasser kam unter das Haus und wir haben das nicht bemerkt. Und dann ist unser hinteres Zimmer und fast zusammengefallen. Und da mussten wir 70 Kubikmeter Beton in unserem Keller und unter das Zimmer einpumpen. Und so konnten wir das retten. Und dann kann man noch ein Presshaus sehen, ein Stall und eine Rübenkammer, Riebekammer. Dort haben wir von einem Polvierer oder Friseur haben wir seine ganzen Sachen bekommen, können wir noch besichtigen. Dann kommt noch die Scheune. Einer der einzigartigsten Teile des Hauses ist in die Scheune, die nichts anderes ist als ein Bett. Ja, im Stall, dort ist ein Stallbett. Und der Cousin von meiner Mutter, der war einmal da und der war im Stall und dann hat er die Löcher noch gesehen, wo einst das Stallbett war. Da hat er gesagt, siehst du, da habe ich geschlafen mit meinem Bruder. Und nach dem 12. Lebensjahr, als die Jungs nicht mehr in die Schule kamen, dann haben sie im Stallbett geschlafen, einige, oder die Knechte haben auch dort geschlafen. Und dann haben wir dieses Bett machen lassen von alten Brettern und haben das eingerichtet, dass die Kinder das sehen können, wie einst die Jungs schliefen. Und sie haben über den kleinen Kälber geschlafen. Und auch ihre Kleidung hatten sie dort, also die schöne Kleidung auf einem Nagel und auch die andere Kleidung. Und dann haben sie dort getauscht. Also dieser Stallgeruch war ja überall. Also die Frauen, die Mädels, die gingen auch in den Stall füttern und die hatten eben diesen Geruch wie die Männer, wie Jungs. Und da war das keine besondere Sache. Also das war interessant und die Kinder gucken das sehr, sehr gerne an, wie die dort nach oben kamen. Das frage ich immer von denen. Und dann erzähle ich es ihnen. Also dort waren doch die kleinen Kälber, die haben dort ihre zu fressen bekommen. Und dort war ein Heuraff. Dort konnten sie das Heu rausziehen. Und dort auch die Jungs, die haben sich dann auf den Trog gestellt und dann auf den Heuraff und von dort sind sie ins Bett gestiegen. Also das ist auch für die Kinder interessant, wie kamen die dort und dann sind sie so leise. Wir müssen ganz leise sein, weil der Hansi, der schläft im Bett. Das ist für denen immer sehr, sehr interessant, wenn ich das ihnen zeige. Heimatmuseums leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der Identität. Diese Ausstellungen geben den besten Einblick in das tägliche Leben und die Bräuche früherer Generationen.
Kein Landhaus gleicht dem anderen. Jedes hat seine Besonderheiten, ein Tracht oder ein Gerät, das spezifisch für das Dorf oder die Region ist oder das nur in dem jeweiligen Landhaus zu sehen ist. Das ist ein Heimatmuseum. Also hier haben wir all das, was man einst in diesen Bauernhäusern sehen konnte, haben wir jetzt ausgestellt. Als ein Mann oder eine Frau starb, dann haben wir immer von den Alten, also von ihren Kindern, von den Erben immer die Erbschaft bekommen, also die Kleidung und aber alles ehrenamtlich. Also sie haben kein Geld dafür verlangt und so haben wir das eingerichtet, unser Heimatmuseum, also wie es früher war. Wenn man hier reintritt, dann kann man es feststellen, wie wenn man jetzt ganz zurückgeht in 100 Jahren oder 80 Jahren oder 60 Jahren oder in unserer Kindheit. Wir haben das noch so erlebt, wie das jetzt heutzutage war. Das ist interessant für uns und für die Leute, die hierher kommen und das anschauen wollen. Also das ist sehr wichtig, dass unsere Kinder, Enkelkinder das auch sehen, wie einst ihre Urgroßmutter, Urgroßeltern und ihre Großeltern und ihre Eltern erlebten und wie das aussah damals. Die reiche Ausstellung des Heimatmuseums von Wemind bietet einen angenehmen Nachmittag für alle Altersgruppen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.